Herzlich willkommen, ich bin Rektalin und ihr seht Wible Games for You heute mit einem Video zum Thema passives Einkommen beim Landwirtschaftssimulator 22. Ich starte mit meinem Lieblingstrick, den Solar- und Windkraftanlagen. Essentiell ist, dass ihr für diese Einkommensquelle nur drei Arten von Bauwerken benötigt. Die besagten Windkraft- und Solaranlagen und genauso wichtig ein Haus. Hier reicht das günstigste aber absolut aus. Bei den Generatorengebäuden empfehle ich zum einen die große Solaranlage und das kleine Windrad, da diese Investitionen sich am schnellsten rechnen. Ab jetzt beginnt ein Zyklus. Entweder ihr geht schlafen und erhaltet nach dem Aufwachen euer Geld und erweitert eure Anlagen, oder ihr fangt an zu diversifizieren. Da ihr eine gewisse finanzielle Sicherheit im Rücken habt, so viel zunächst zum ersten Trick. Mich interessiert, was ihr von diesem haltet. Dieser Trick ist ganz einfach, benötigt aber mehr Einsatz als der erste Trick. Alles, was ihr braucht, ist ein Anhänger für den Wassertransport, ein Wasserfass zum Auffüllen, ein Traktor und entsprechende Gewächshäuser. Ihr könnt das Setup natürlich nach eigenem Ermessen beliebig erweitern, aber das wäre ein Grundsetup. Hier noch einmal von oben. Wenn ihr es so aufbaut, könnt ihr im Traktor sitzen und den Anhänger gleichzeitig befüllen und entleeren. Zunächst füllt sich das eine Gewächshaus und wenn dieses voll ist, das zweite, ohne dass ihr rangieren oder ähnliches macht. Alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ist die Fruchtart im Gewächshaus wählen. Hier nehmt ihr bestmöglich Salat und stellt direkt im Gewächshaus auch den direkten Verkauf ein. Jetzt müsst ihr nur noch ab und an das Wasser nachfüllen und freut euch sonst über eine stetige Einkommensquelle. Der dritte Trick baut auf dem zweiten auf, ist aber noch ein wenig aufwendiger. Hierzu benötigen wir eine Produktionskette. In unserem Beispiel handelt es sich um eine Getreidemühle und eine Bäckerei. Der erste Schritt ist das Anliefern des Getreides. Als nächstes stellt ihr bei dem zu mahlenden Getreide auf der rechten Seite das Verteilen ein. Dies bedeutet, dass das gemahlene Mehl automatisch an eure Bäckerei geliefert wird. Bei dieser müsst ihr dann nur noch wie bei den Gewächshäusern den direkten Verkauf beim Brot einstellen und fertig ist die dritte passive Einkommensquelle. Beim Bonustrick erinnere ich euch an die Helfer. Es gibt doch schließlich nichts Besseres, als anderen bei der Arbeit zuzusehen, oder etwa doch? Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Gebt euer Feedback und euren Eindruck gerne in den Kommentaren ab. Wenn ihr künftig keines meiner Videos mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Klickt auch mal auf eines meiner anderen Videos. Das lohnt sich, versprochen.